wird ausnahmsweise mit nichts programmiert, sondern ich zeige euch, wie mehrere Entwickler, die gemeinsam an einem Programm arbeiten, ihren Quellcode austauschen können. Sie benötigen dafür ein sogenanntes Versionsverwaltungstool, Revision Control. Und damit das Ganze ein bisschen praktisch wird in dem Video, mache ich das Ganze mit dem Programmcode, den ich für die Videos erstelle. Das Ganze beginnt natürlich auf dieser Kiste hier, mein Notebook. Hier schreibe ich die einzelnen Programme. Und was ich jetzt möchte, ist, das im Internet so abzuladen, dass ihr darauf zugreifen könnt. Ich habe das hier skizziert. Das hier ist mein Notebook. Ich schreibe diverse Files, schreibe Programme, habe Visual Studio natürlich installiert. Und damit ich diese roten Files hier zusammenpacken kann und ins Internet hochlade, habe ich ein kleines Tool, das nennt sich GitHub Desktop. Dieses Tool macht mir aus diesen Files ein sogenanntes Repository. Dieses Repository kann ich jetzt ins Internet hochladen, auf die Homepage von GitHub. Das Ganze nennt sich Pushen. Es ist so, dass ich dieses rote Ding hier pushe. Push. Und hier rauflade. Das Angenehme ist, dass mein Programmcode, der oben hier im Internet ist, sogar eine HTTP-Adresse hat. Wie die heißt, schauen wir uns an. Das ist mein YouTube-Channel. Wenn ihr ein bestimmtes Video anseht, nehmen wir uns dieses Vererbungsbeispiel, dann seht ihr hier in der ersten Zeile einen Link. Das ist genau die HTTP-Adresse zu meinem hochgeladenen Repository auf GitHub. Wenn ihr hier draufklickt, seht ihr eine ganze Menge. Und zwar, erstens einmal für jedes Video gibt es hier ein Verzeichnis. Das hier sind Files und Verzeichnisse. Und es gibt ein readme.md-File, das hier auch angezeigt wird. Da steht ein bisschen Text drinnen. Und vor allem eine Liste aller Programme zu den Videos. Jeweils auch mit den Themen, die behandelt werden. Und auch der Videolink selbst zum Draufklicken. Da kann man sich was durchlesen. Und ich sehe hier bei der Vererbung, da gibt es den Verweis hierher. Das ist das Vererbungsverzeichnis. Und hier herinnen findet ihr jetzt die Programme, die verwendet werden. Da ist es so, da gibt es sogar zwei Programme, nämlich einmal eines zum Mitmachen beim Video. Wenn ihr am Beginn des Videos das herunterladet, könnt ihr selbst alles interaktiv mitmachen. Oder wenn ihr nur schauen wollt, was am Schluss rauskommt, steht hier das fertige Programm. Wenn ihr hier reinklickt, seht ihr, da sind ganz normale SLN-Files und auch Program.cs. Um jetzt das Programm von GitHub auf euren Rechner runterzubekommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ihr ladet das ZIP-File runter. Das ist eher ungewöhnlich, hat aber den Vorteil, dass man sich nicht registrieren muss. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich einen sogenannten Fetch mache, durch den bekomme ich das ganze Repository auf meinen Rechner runter. Und zugleich bekomme ich auch die gesamten Files, die hochgeladen sind. Ein Punkt ist, dass hier ganz wichtig ist, hier muss ich mich registrieren. Das heißt, einen User anlegen auf GitHub. Ich zeige euch das Ganze, wie das in der Praxis funktioniert. Damit ihr mitmachen könnt, müsst ihr jetzt diese Files alle runterladen auf euren Rechner. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens einmal, ihr könnt jetzt hier auf den grünen Button gehen, Clone a Download, auf die Download-Taste. Da wird ein Dialog angezeigt, der wichtig ist, hier wird das ZIP-File runtergeladen und ihr hättet jetzt alle Programme als ZIP verfügbar. Wenn ihr das jetzt öfters macht, werdet ihr sehen, dass das mit dem ZIP-File ein bisschen umständlich ist. Einfacher ist die Sache, wenn ich mich hier auf der Seite registriere, das heißt, man geht auf Sign Up, gibt hier seine Daten an, wählt einen Usernamen und bestätigt dann die Registrierung. Das brauche ich jetzt nicht mehr machen, wenn ich schon registriert bin. Ihr geht dann hier auf Sign In und loggt euch ein. Den Schritt überspringe ich jetzt ganz kurz. Ich habe mich jetzt schon eingeloggt. Und wenn ich jetzt draufklicke, würde ich hergehen und auf Open in Desktop klicken.
Desktop ist genau das GitHub Desktop-Programm, das ich auch auf der Tafel gezeigt habe. Das ist ein kleines Unterstützungsprogramm, mit dem man diese Seite besser bedienen kann und mit dem man dann auch Codeänderungen leichter sieht. Wenn Sie hier draufklickt, dann kommt ihr zu dieser Seite. Das ist einfach diese Installation, die Installationsseite für GitHub Desktop. Ihr könnt das downloaden, installieren. Und wenn ihr dann draufklickt auf diese Taste, werdet ihr sehen, dass automatisch dieses GitHub-Programm startet. Ihr geht dann hier auf Options, loggt euch dann hier mit bei Sign-In mit demselben Usernamen an, den ihr vorher ausgewählt habt. Das überspringe ich wieder kurz. Wenn ihr euch dann eingeloggt habt, geht ihr auf File, Clone Repository und gebt hier, da gibt es so drei Kriterienreiter und der URL oben die Adresse ein. Hier unten wird dann gleich ein Verzeichnis vorgeschlagen. Das sollte ein möglichst eher kurzer Pfad sein. Und wenn ihr jetzt auf Clone draufklickt, seht ihr, kommen die ganzen Files bei euch auf den Rechner runter. Das dauert ein bisschen. Und hier könnt ihr jetzt hergehen und sagen, okay, Show in Explorer, ich wechsle hier rüber und habe hier alle Programme herunter. Und wenn ich jetzt das Vererbungsprogramm machen möchte, klicke ich hier drauf, starte das mit Visual Studio und habe den ganzen Programmcode zur Verfügung. Das Coole an dem Ganzen ist jetzt, dass ihr Änderungen, wenn ich sie mache, wahnsinnig schnell auf euren Rechner runterholen könnt, nämlich indem ihr einfach auf diese Taste tippt, auf Fetch Origin. Angenommen, ich verändere hier in dem Programm eine Kleinigkeit, zum Beispiel schreibe zu Produkt dazu, dass das die Klasse für ein Produkt ist, dann kann ich auf meinem GitHub hier sofort sehen, ah, hier hat es eine Änderung gegeben bei einem File, ich habe hier etwas hinzugefügt. Wenn ich die Änderung mache, schreibe ich einfach hin, add code comment, committe das in mein lokales Repository, das ist der rote Punkt auf meinem Rechner gewesen, und dann pushe ich das wieder ins Internet. Ich kann jetzt nachschauen, ob das dort angekommen ist, einfach indem ich hier auf Vererbung gehe, Supermarkt, im File, Produkt.cs und siehe da, hier steht das Code-Kommentar, das ich gerade bei mir geschrieben habe. Und alles, was ihr auf euren Rechner jetzt macht, ist, einfach auf Fetch Origin drauf zu klicken. Und das würde bei euch jetzt diese Änderung runterholen. Das Nette ist auch, man kann in dieser Versionsverwaltung auch nachschauen, aha, dieses Code-Kommentar wurde von mir an einem bestimmten Tag durchgeführt. An einem kleinen Beispiel mit dem Kommentar habt ihr jetzt gesehen, wie einfach das eigentlich geht, eine Änderung, die man gemacht hat, ins Internet hochzuladen und alle anderen können sich diese Änderung dann downloaden. Wenn jetzt mehrere Leute an einem Projekt arbeiten, macht es einfach jeder Entwickler. Und wenn man nicht gerade dieselben Codezeilen ändert, kann man diese Änderungen dann auch miteinander mergen. Arbeiten mit Versionsverwaltungen ist ein bisschen Übungssache, aber schaut euch das an. Es gibt ganz viel Material im Internet zu Versionsverwaltungen, Tutorials zu GitHub. Desto schneller man mit diesen Systemen arbeiten kann, desto einfacher ist es, größere Programme gemeinsam zu entwickeln. Danke für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß.